Moin moin und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ich möchte euch heute einfach mal sagen, was ich so regelmäßig von Handwerkern für Kommentare bekomme. Woher weiß ich, dass es Handwerker sind? Weil sie sich als diese auch meistens preisgeben. Ja, ich bin bei Handwerkern relativ unbeliebt. Ich bin übrigens mit Sicherheit kein Einzelfall. Das wird dem einen oder anderen YouTuber, der hier handwerkliche Tutorials auf seinem YouTube-Kanal macht, mit Sicherheit genauso gehen. Von mindestens einem weiteren YouTuber weiß ich, dass er mit ähnlichen Kommentaren, nennen wir es mal, zu kämpfen hat wie ich. Warum ist das so? Kann man ganz einfach sagen, viele Handwerksfirmen oder viele Handwerker fürchten natürlich um ihre Arbeit, um gutes Geld, was sie verdienen können, wenn man nämlich auf Videos sieht, wie man manche Sachen ganz einfach selber machen kann. Das kann von Tapezieranleitungen, von Anleitungen zu einem Steckdose, Lichtschalter einbauen sein, vielleicht aber auch, wie man mal eine Geschirrspülmaschine, eine Waschmaschine repariert, wie man eine Lampe anschließt, wie man vielleicht Regipsplatten anbringt, wie man vielleicht eine Heizung entlüftet oder auch eine defekte Heizung einfach selber reparieren kann. Sprich, man kann sich oft mit kleinen Mitteln wirklich selber aus der Patsche helfen. Dabei kann man viel Geld, Zeit und vor allem auch Ärger sparen. Denn die Erfahrung, die ich mit Handwerkern gemacht habe, ist häufig so, dass viele Handwerker leider unzuverlässig sind. Das ist häufig so, dass Termine nicht eingehalten werden, dass Ausreden gemacht werden oder dass die Arbeit dann halt auch nicht so ausgeführt wird wie abgesprochen. Und am Ende kommt es auch nicht selten vor, dass der Preis dann auch nicht so ist, wie er ist. Wenn ihr möchtet, kann ich ja mal gern hier auf meinem Kanal denn die ein oder andere Real-Life-Story machen oder bringen, was ich mit Handwerkern für Sachen erlebt habe, für negative Sachen. Man muss aber auch fairerweise sagen, es gibt gute Handwerker, es gibt zuverlässige Handwerker, die auch dafür einstehen, was sie machen und das auch gut machen. Ich möchte hier definitiv nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt halt auch die solchen, die man eigentlich vergessen sollte oder vergessen kann. Und das sind vielleicht dann auch die, die hier einfach meine Videos kommentieren und einfach, was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir setzen uns einfach mal hin und ihr schaut euch mal die Kommentare an, damit ihr vielleicht ein bisschen wisst, was ich meine. Auf jeden Fall kann man sagen, diese Handwerker hassen mich, weil sie halt Angst haben, dass ich ihnen vielleicht mit meinen Videos hier die Möglichkeit nehme, Geld zu verdienen. So, gucken wir mal rein im Laptop, was wir hier für Kommentare haben. Ich habe da mal ein paar rausgesammelt und ich brauche tatsächlich für sowas nicht lange suchen, weil ich eigentlich jeden Tag mindestens ein oder zwei solcher Kommentare bekomme. Und wenn ich so ein Video dazu rausbringe, dann sind es sogar eher noch mehr. Fangen wir einfach mal an. Ich öffne mal den ersten Kommentar und blende euch das hier einfach mal an der Seite so auf. Es geht los, also nur mal so. Also, ich bin vom Fach, aber das Video geht mal gar nicht. Selten sowas gesehen. Ja, okay, also komisch von der Ausdrucksweise her, aber darum geht es ja auch gar nicht. Rechtschreibung und so wollen wir auch nicht bewerten, darum geht es wirklich nicht. Aber was soll mir dieser Kommentar sagen? Anstatt mal konkret zu sagen, pass auf, ich bin vom Fach, du hast hier was verkehrt gemacht, das wäre besser so und so gewesen oder so und so ist es tatsächlich, dann würde ich sagen, hey cool, ich weiß ja auch nicht alles, da habe ich von einem Fachmann was dazugelernt. Aber so, deshalb schreibe ich auch, also ohne Begründung ist es komisch, ist natürlich auch schlecht, wenn sich die Leute selbst helfen, da kann der Handwerker dann auch keine teure Rechnung schreiben. Habe ich einfach mal gedacht, ja, schießt auch mal ein bisschen gegen, vielleicht kommt ja noch mal eine Begründung, vielleicht kann er ja argumentieren und bis heute kam nichts. Darunter liest eigentlich auch jemand wahrscheinlich schon meine vorherige Antwort, weil sie ja direkt da stand und er schreibt dann drunter, wenn man dieses hört, dann stehen einem die Haare zu Berge. Wie heißt der Spruch, Schuster bleibt bei deinem Leisten? Warum soll der Schuster immer bei seinem Leisten bleiben? Warum darf der Schuster nicht auch einfach mal über den Tellerrand gucken und andere Sachen machen? Vielleicht kommt er dabei raus, dass der Schuster das eigentlich viel besser kann als der andere Fachmann vorweg. Denn der Schuster kann vielleicht argumentieren, aber auch hier in dem Kommentar ist wieder der Nächste, deshalb ja auch unten reingeschrieben, der halt hier einfach nicht argumentiert, sondern einfach nur irgendwas behauptet. Ja. Das sind halt Kommentare, wo ich sage, Leute, dann lasst es doch einfach sein zu kommentieren oder aber argumentiert. Das ist ganz einfach für mich einfach so, wo ich davon ausgehe, gut, da steht ein Handwerker, er schreibt da oben erst vom Fach, ihm gefällt es halt scheinbar nicht, dass sich die Leute selber helfen, er wird es lieber selber machen. Sind wir aber auch mal ehrlich, welcher Handwerker kommt zum Beispiel heute raus, wenn ihr gerne eine Steckdose versetzt haben wollt oder ihr wollt eine Steckdose angeschlossen haben oder ihr wollt einen Wasserhahn tauschen, dafür kommt doch kein Handwerker mehr raus, weil es viel zu teuer für ihn ist, er viel zu wenig verdienen kann. Am Ende
überlegt er vielleicht noch, wenn er dann tatsächlich rauskommt, ob er euch nicht vielleicht irgendwo was anderes noch verkaufen könnt, was ihr gar nicht wolltet oder vielleicht auch nicht braucht, damit sich für ihn einfach am Ende noch so ein bisschen gelohnt hat. Ihr kennt sicherlich alle diese Fernsehsendungen, wo man mal den Schlüsseldienst testet oder den Fernsehtechniker, den Radio- und Fernsehtechniker testet, der einfach ein Fernsehgerät teuer repariert, obwohl am Ende nur eine Kleinigkeit kaputt war. Das gleiche auch für Waschmaschinen oder auch andere Handwerker gibt es zu Genüge. Und durch solche Kommentare fühle ich mich dann immer irgendwo bestätigt, dass es doch tatsächlich im Handwerk leider viele Leute gibt, die es vielleicht nicht ganz so ehrlich meinen oder ganz so gut meinen, um einfach halt nur Knoste zu verdienen. Handwerk wird mittlerweile sehr gutes Geld verdient, das Handwerk hat aber auch große Probleme, es hat Nachwuchsprobleme, es hat Probleme, Personal an Mann zu bringen. Da kann ich auch gerne mal ein anderes Video drüber machen, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Ich bin auch im Handwerk gelernt, habe dort gearbeitet, kenne mich also aus. Ich weiß, wovon ich spreche und ich bin die ganzen Probleme früher als Handwerker auch durchlaufen. Von daher kenne ich mich ein bisschen aus und weiß halt auch, was die Probleme sind und dass die größtenteils auch manchmal oft hausgemacht sind. Machen wir einfach mal hier den nächsten Kommentar. Bei allen nötigen Respekt, so viel geballter Unsinn in so kurzer Zeit. Schuster, bleib bei deinen Leisten, wer hat dir das ganze Zeug erzählt? Hier wieder der Schuster, der bei seinen Leisten bleibt. Ich bin ein Mensch, der gerne mal beim Tellerrand guckt, der auch mal neue Sachen ausprobiert. Wenn andere Leute halt einfach immer nur ihr Leben lang das Gleiche machen wollen, ja, bitte dein Problem. Bei allen nötigen Respekt, weiß ich nicht, wobei, so viel geballter Unsinn in so kurzer Zeit. Konkret, wo und was ist denn in dem Video, ich kann es euch nicht sagen, unter welchem Handwerksvideo das war, so viel geballter Unsinn. Auch deshalb schreibe ich hier natürlich wieder drunter, wo bleiben hier die Argumente und wo sind eigentlich meine Leisten? Denn keiner von euch weiß mit Sicherheit, was ich im Handwerk mal gelernt habe, sonst schreibt es unten mal in die Kommentare rein. So, hier nächster Kommentar auch, der ist schon ein bisschen älter, der hat mich aber damals geärgert und an den konnte ich mich 9 Monate später sogar noch erinnern. Ihr könnt sehen, der ist von 9 Monaten gemacht worden. Scheinst wohl Maler oder so zu sein, wenn man so ein Video erstellt. Maler gleich keine Handwerker, sondern Ivas, also irgendwas darunter. Ja, finde ich ziemlich arrogant, so ein Kommentar, muss ich sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, das war, glaube ich, zu einem Video, wo ich, eine Steckdose angeschlossen habe, eine Doppelsteckdose. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall konnte ich mich an diesen Kommentar noch erinnern, hatte den dann nochmal rausgesucht. Ein Maler ist ein Handwerker und ist ein Beruf, den man erlernen muss. Und das hat für mich jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, was will er mit diesem Kommentar bezwecken? Wahrscheinlich kann er noch nicht mal eine Wand weiß streichen und wollte einfach seinen Frust hier abladen. Keine Ahnung. Gucken wir mal weiter. Da will ein Pfuscher professionell erscheinen. Ja, mein Gott. Okay, unnötig dummer Kommentar. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Und da ist dann aber unten auch tatsächlich mal jemand beigesprungen. Das gibt es dann auch mal. Du schon was von deinen Fähigkeiten gezeigt, wenn ich einfach Mund halten. Also er fragt halt einfach, ob der andere, der oben kommentiert hat, halt auch mal einfach schon mal gezeigt, was er für Fähigkeiten hat, vielleicht in einem Video. Und dann kann man ja sehen, kann er was oder hat er einfach nur ein großes Mundwerk. Ne? Solche Kommentare habt ihr dann halt auch zuhauf, aber manchmal springt auch tatsächlich ein anderer Zuschauer dann für einen selbst in die Presche und steht einem da ein bisschen zur Seite, was ich mir echt ziemlich cool finde, so ein Support, da freue ich mich dann auch. Ich will ja nicht sagen, dass ich nicht mit Sicherheit mal fachlich irgendwas falsch mache bei irgendeinem Video. Ich zeige euch halt, wie ich es mache und ich kann auch nicht alles und mache mit Sicherheit auch nicht alles richtig. Aber wenn ich das verkehrt mache, dann sollen die Leute nicht einfach sagen, das ist alles Unsinn oder das ist alles Scheiße, das ist alles Mist, sondern einfach mal sagen, das an der Stelle hättest du so und so machen können, dann wäre es besser gewesen oder das war genau falsch, weil es eigentlich so geht. Dann finde ich es in Ordnung. Und dann würde ich auch sagen, hey, cool, danke. Dann würde ich vielleicht sogar noch mal ein zweites Video machen und sagen, hier, Leute, letztes Mal mein Video, da war ein Fehler drin. Guckt mal, so und so, jetzt habe ich es richtig gemacht. Alte Video nehme ich dann runter. So, nächster Kommentar. Selten so ein Mist gesehen, was heute alles möglich ist, Menschen zu verarschen. Unglaublich. Der Typ labert was von Punkt in Waage und zeigt mir das Lot. Da kann es mit rechts und links ja ganz böse ausgehen. Oh mein Gott. Also es ist manchmal echt schwierig, die Kommentare zu lesen, weil so Satzbau und Rechtschreibfehler auch echt häufig manchmal vorhanden sind. Hier geht das jetzt eigentlich gerade noch, da gibt es wirklich viel, viel schlimmere. Aber ich verstehe den Kommentar trotzdem nicht, was er meint. Ja. Aber die Person scheint dieses Video nicht losgelassen zu haben. Das heißt, er hat nochmal kommentiert. Das Ganze übrigens so gegen 1 Uhr morgens. Ich weiß nicht, warum man sich da so ein Video anschaut. Ich mache das jetzt schon seit über 30 Jahren, um meine Familie durchzubringen. Also ergo wird er wohl auch im Handwerk arbeiten. Zumindest
schreibt er es, behauptet er es mit dem Kommentar. So, viele Fehler sehe ich hier. Jetzt wäre es cool, mach da eine Aufzählung, dann auch mal zu sagen, ey, welche Fehler mache ich denn hier? Der Typ hat keine Ahnung. Das ist erstmal jetzt keine Fehlerquelle. Der Typ beleidigt Handwerker, der sich anmaßt, Dinge zu erklären, welche er niemals verstehen wird. Stimmt nicht. Er will vielleicht ein YouTube-Star werden, aber ein Star kann fliegen und, wenn es kalt ist, sich wieder verpissen. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin vielleicht einfach zu dumm, um zu verstehen, was er mit der Aussage möchte. Ist vielleicht meine Schuld. Dann drittens, niemals stellt man Leute mit Mütze ein. Uiuiui, ich habe schon wieder eine Mütze auf. Na, Gott sei Dank habe ich schon einen Job. Ich muss mir keinen neuen mehr suchen. Ja, Arbeit ist die beste Winterjacke. Verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung, was er mir damit sagen will. Das war ein Video, wo ich Innenausbau gemacht habe. Da braucht man, glaube ich, keine Winterjacke. Es war einfach warm genug. Und so viele Fehler in 6 Minuten, Respekt, kriegen nicht viele hin. Aber ehrlich, so einen dämlichen Kommentar kriegen auch nicht viele hin. Muss man auch ganz klar an der Stelle einmal sagen. Ja, er hat es einfach versäumt, hier mit Argumenten aufzukommen, wo man hätte sagen können, gut, mit so jemandem kann man auch mal in die Diskussion gehen und kann sich vielleicht auf fachlicher Ebene unterhalten und vielleicht auch diskutieren, was denn falsch gelaufen ist. Aber Leute, so natürlich halt auf gar keinen Fall. Aber es geht natürlich auch anders, muss man sagen. Ich bekomme auch viel Lob, viel nette Kommentare von euch zu den Videos, nämlich weil ich häufig mitbekomme, dass die Videos euch gefallen. Im Schnitt haben sie so zwischen 94 und sogar 100% Daumen nach oben. Ja, einen Daumen nach oben vergebe ich nicht, wenn das Video Mist war oder wenn es mir nicht weitergeholfen hat, sondern ich vergebe es wirklich, weil mir das Video hilft oder vielleicht, weil ich den YouTuber mag, aber halt nicht aus negativen Beweggründen. Und hier blende ich euch einfach mal jetzt ein paar Kommentare ein. Ich könnte hunderte, vielleicht auch sogar tausende Kommentare einblenden. Die sind wirklich in der Überzahl. Die Handwerker, die da kommentieren, die sind tatsächlich in der Unterzahl. Kommt halt auch täglich vor, aber ich kriege jeden Tag wirklich wahnsinnig nette Kommentare von euch, dass es geholfen hat. Ich blende es, wie gesagt, hier mal ein. Perfekt, ich konnte den Defekt selber beheben, dank dem Video. Und Leute, das ist genau der Grund, warum ich solche Videos mache. Hier unten noch meine zwei Heizkörper werden wieder warm. Ja, super, auch mit dem Video wieder. Und hier die nächsten Kommentare, ich habe es einfach mal so untereinander gefasst. Bist ein Ehrenmann, vielen Dank, Dankeschön, hab's nach deiner Anleitung gerade selber gemacht. Also alles positive Kommentare, wo man halt sieht, dass ich den Leuten mit den Videos weitergeholfen habe und dass die es auch anhand der Anleitung geschafft haben. Die haben Geld gespart, brauchten sich keinen Handwerker rufen, konnten das einfach mit Hausmitteln zu Hause, mit dem Werkzeug, was sie da haben und den Fähigkeiten, die sie selber haben und vielleicht auch mit Hilfe meines Videos selber beheben. Und ja, haben so halt dann einfach keinen Handwerker gebraucht und so ist vielleicht dem einen oder anderen Handwerker auch schon immer mal das ein oder andere Geschäft entgangen. Hey, liebe Handwerker, zum Schluss oder zum Ende meines Videos habe ich einfach noch einen Tipp für euch. Geht mit der Zeit, macht doch selber einen YouTube-Kanal, macht Videos, zeigt den Leuten, wie es richtig geht. Damit könnt ihr, wenn ihr es regelmäßig macht und irgendwann vielleicht auch einen Partnervertrag von YouTube bekommt, zum einen Geld verdienen, zum anderen könnt ihr aber euren YouTube-Kanal natürlich auch benutzen, um euer Unternehmen vorzustellen, um zu zeigen, wie ihr arbeitet, was ihr macht. Ihr könnt im Prinzip kostenlose Werbung damit anbieten und könnt euren Kunden zeigen, was ihr alles drauf habt. Das schafft Vertrauen und nebenbei spart ihr viel Geld für teure Werbung und könnt sogar vielleicht, wenn ihr es ja richtig gut macht, nach einiger Zeit mit der Werbung, die ihr für euch und euer Unternehmen macht, sogar noch Geld verdienen. Ihr braucht ihr also nicht bei anderen YouTubern, die vielleicht gelegentlich mal so ein Video rausbringen oder auch regelmäßig rausbringen, weil ich weiß, es gibt andere Kanäle, die machen sehr viel Handwerkstutorials. Braucht ihr da nicht einfach negativ ja, zu kommentieren oder irgendeinen Mist zu behaupten, wenn ihr da kommentiert, argumentiert, dass man ja in einem Gespräch, in eine Diskussion gehen kann. Und dann ist das auch in Ordnung. Aber noch besser ist es natürlich immer, sich nicht mit anderen Leuten zu beschäftigen, sondern sich mit sich selbst zu beschäftigen, selbst aktiv zu werden. Also macht selber einen YouTube-Kanal, zeigt, was ihr könnt. Und ja, macht so auf eurem Handwerksunternehmen oder auf eure Fähigkeiten, wenn ihr vielleicht nur ein angestellter Handwerker seid, kein eigenes Unternehmen habt, macht auf eure Fähigkeiten aufmerksam und zeigt den Leuten einfach, was ihr könnt, helft ihnen weiter und verdient euch vielleicht auch so ein bisschen Geld oder für Firmen halt, wie gesagt, kostenlose Werbung machen, das Unternehmen vorstellen und so Vertrauen bei den Kunden gewinnen. Das war mal das Video. Ich fand es einfach mal, ja, wollte es euch einfach mal zeigen. Ich finde es selber mal interessant, das auch mal nach außen zu geben.
was man tagtäglich so als YouTuber auch erlebt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann auch gerne hier den YouTube-Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns auch in einem der nächsten Videos hoffentlich bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.